Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, der Cloudcatcher Chronicles, zusammen mit unserem Geist. Ich weiß nie, wie der heißt. Warte mal, ich habe den jetzt letztes Mal getauscht. Wie ist jetzt dein Name? Du bist nicht Leuchti, du bist nicht Grummel. Curio, genau so war das. Curios, also Curio, Curio. Curio. Ja, unser neuer Freund. Leuchti hat mal eine kleine Pause bekommen. Ich würde sagen, das passt so. Genau, ich möchte den Reisestein benutzen. Hätte ich schon immer benutzen können, glaube ich. Einfach hier auswählen, den Reiseknoten hier. Und ja, per X kann man eben auswählen, wohin man reisen möchte. Bei mir geht nur der Südfeldhof. Ich würde sagen, ich schaue mal dort vorbei. Tada! So, deshalb. Hier ist so ein Knoten. Zeichen, seht ihr das? Das ist unser Teleporter. Also, ausschauen tut hier alles sehr gepflegt. Das ist hervorragend. Nirgendwo liegt Dreck herum. Das liegt daran, dass wir hier einen fleißigen Helferlein eingestellt haben, der sich hier um unsere Sachen kümmert. So, wir können aber dafür... Was haben wir denn da? Wir haben Sachen bekommen. So, wir können das alles mal mitnehmen. So. Kartoffel haben wir entdeckt. Kräuter haben wir entdeckt. Ach so, von unserem Beet da vorn hat er das gleich mitbewirtschaftet. Das ist sehr cool. Und hier unsere zwei Bäume, das schaut auch cool aus, finde ich. Hier zum Durchgehen. Ich glaube, die zwei Bäume, die sind echt schön. Das passt, glaube ich, ganz gut. Dann würde ich sagen... Ernten wir doch mal, oder? So. Wenn wir schon wieder mal im Lande sind. Und das wächst halt natürlich dann wieder weiter, ne? Das heißt, wir können irgendwann mal hier noch so ein kleines Beet machen, wenn wir möchten, oder hier hin. Da wird es, glaube ich, gut passen. Wieso eigentlich warten? Hofbewertung 80. Farmarbeiter Puschel. Der wollte schon immer auf einer Farm arbeiten, hat er erzählt uns damals, ne? Falls ihr euch noch erinnern könnt. Und ist total glücklich, dass er hier bei uns sein darf. Ich glaube, dieses Beet müsste ich kaufen, ne? Das möchte ich aber nicht. Warte mal, was können wir denn noch basteln? Da muss es ja was geben, was wir recht praktisch... Ich meine, diesen Futtertrog können wir ja später eigentlich auch verkaufen, ne? Dein Rucksack ist voll. Entferne bitte eine Gegenstände aus deinem Rucksack. Du kannst Gegenstände auch irgendwas. Hallo. Warte, eins müssen wir noch machen. Guten Morgen. Hallo. So, wir pflegen den Schatz einmal. Hallo, Knuddel, Knuddel, Knuddel. Ja, gut schaust du aus. Und du auch, mein kleines Fuchsi. Ja, hallo. Ja, Knuddel, Knuddel, Knuddel. Ja, es ist so süß. Ich verrecke gleich. So. Jetzt wäre es halt schön, wenn wir noch so ein, zwei Tiergehege haben könnten. Also hier noch eins wäre schön. Hier haben wir unsere Beetecke. Oder wenn wir das hier drehen würden und ich das so runterstelle oder den Futtertrog woanders hinstellen würde... Könnte man da nämlich auch noch eins herbauen, weil ich glaube... Warte, das will ich noch kurz schlupfen. Was brauche ich denn... Hoppala. Nein. Ja, verdrück dich noch 20 Mal. Was brauche ich denn dafür? Nägel, Holzbalken, Holzplanken. Das wäre machbar, glaube ich. Ja, der Rucksack ist voll. Bis auf das halt, dass der Rucksack voll ist. Aber ansonsten könnte ich hier noch ein zweites herstellen. Dann könnten wir uns so ein Schäfchen holen. Wenn es halt möchte. Das wäre eine Idee. Das werden wir dann demnächst angehen. Aber jetzt wäre es gut, in die Stadt zu gehen. Also in unser Dörfchen zu gehen. Glaube ich. Weil wir sind, wie wir schon mehrmals jetzt gehört haben, voll wie ein Christbaum. Da ist noch was zum Anpflanzen, sehe ich gerade. So. Wir sind mehr als voll.
machen zur Blücke. Ja, das werden wir auch gleich mähen hier. Ja, ist voll. Ich habe schon verstanden. Der Samen geht, ne? Gott sei Dank. Das Futter ist noch verschmerzbar, wobei wir könnten ja versuchen, Zwirn draus zu machen. Das verbraucht gleich mal 8. Das geht, glaube ich. Keck, keck, keck. So, da bauen wir uns ein paar. So. Dass wir gleich mal 200 verbraucht haben. Ich glaube, das geht. Sehr gut. So, dann gucken wir mal, ob es hier zufälligerweise irgendwo ein Erz für uns gibt. Das wäre nämlich alles geholfen, jeder Erzbrocken. Weil wir brauchen noch ein bisschen Kupfer. Aha, aber dafür haben wir hier so eine Truhe und eine Kiste. Was haben wir hier Schönes? Waren das gerade... Ah, das waren königliche Münzen, glaube ich, gell? Diese alten. Da sehe ich auch noch was Tolles für uns. So. Einmal pflanzen. Zweimal pflanzen. So. 13 Finn hier noch. Okay. Aber hier schaut es schon richtig schön nach Wald aus, ne? Ich hoffe, dass sich dann hier die Tierchen auch wohler fühlen. Es wäre auch schön, wenn man diese Ruinen hier eines Tages vielleicht wieder aufbauen könnte. Wum. Das wäre auch recht schön, finde ich. Hm, was war das? Oh, das Buch. Das hatten wir schon, ne? Oder? Die Vögel bekamen Angst, stürmten davon für einen schlechten Sturm, schrecklichen Sturm. Viel Schlimmeres ist. Ich glaube, das hatten wir schon, oder? Ich hoffe. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Dapsel, 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 dapsel. Ah, da sehe ich was für uns. Wunderbar. Gleich die Pike rausholen. Zack, zack, zack. Und dann hier auch gleich die Sichel. Dann haben wir auch wieder Seide. Ich hoffe, das geht noch. Wusch, wusch. Jawohl. Ein Schwammerl für uns. Dapsel, dapsel, dapsel. Noch mehr Pilze. Noch mehr Pilze. Und noch mehr Pilze. Sehr, sehr gut. So. Das war schon alles, was ich hier wollte. Was wir haben, haben wir, ne? So. So. Da sind wir auch schon wieder in der Nähe unseres Dorfes. Das heißt, ich sammle hier noch ein paar Blumen ein. Ich sehe gerade da hinten halt einen Sämlingplatz. So, wieder mal der letzte, den wir haben. So. Da fehlen noch 12. Okay. Dann wäre hier ein Hämmerchen gut. Zack. Und einmal aufsammeln. Bill Fischen wäre auch mal nicht schlecht, ganz ehrlich gesagt. So, wo ist die Sichel? Da ist sie. Wusch, 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 wusch. Zack, zack. Wusch, 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 wusch. So, zack, 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 zack. Aha, hier hätten wir auch wieder. Ich sehe gerade. Gut, dass wir hier einen Sämling haben. Wusch, wusch, wusch. Wusch, wusch, wusch. So. Wusch, wusch. Hier sehe ich gerade, dass wir auch was anbauen können wieder. Also so ein Bäumchen. Hervorragend, hervorragend. So. Da fällt mir aber auch gerade ein, da gab es doch irgendwo am Strand einen Mann. Irgendwo gab es da einen Mann, der uns alte Münzen, also königliche Münzen, da getauscht hätte, ne? War da nicht sowas? So, sehr gut. Wir sind wieder voll. Das ist herrlich. Das hat jetzt nicht Platz. Der Samen, das Sämling, das geht überhaupt nicht. Den brauchen wir schon. Ich würde sagen, machen wir noch ein paar Bündel Stöcke und ein bisschen Zwirn. Und ein paar Fallen wären auch gut.
Fünfe haben wir jetzt. Was haben wir da? Warme Milch. Eine Tasse warme Milch. Du bist schon müde, wenn du sie nur ansiehst. Das können wir allerdings auch machen. Ich glaube, die ist sicher mehr wert als das bisschen Milch, was wir so haben. Ich denke, so können wir das mal machen. Silberglücksfisch. Tippfisch. Ich glaube, da können wir... Ah, hat nicht mehr Platz. Okay. Aber das hat noch Platz. Ich glaube, so ist okay. So ist, glaube ich, gut. Warme Milch haben wir entdeckt. Sehr, sehr gut. Jetzt habe ich gedacht, da wäre ein Beet zum Anpflanzen eines Baumes. Da habe ich mich aber getäuscht. Okay. Warte, gab es hier nicht auch einen Händler? Ich muss ganz dringend Sachen loswerden. Aber ich fürchte, der mit der alten Münze war tatsächlich irgendwo anders. Hallo. Diebfisch, Eisenerz und Bleierz. Ja, das hilft mir nichts. Ah, außerdem müssen damit zur Schmelze gehen. Da gab es ja auch eine Schmelze irgendwo, glaube ich. Das könnte dann das Rätselslösung sein, wie wir zu Bahn kommen. Den Ton nehmen wir noch mit. So. Das könnte so einiges erklären. Nicht erschrecken, keines kleines Grufel. Ich hole mir nur die Blume. So. Dann werde ich mal zum Strand laufen, weil ich glaube nicht, dass wir uns dahin... Aha, und den Reiseknoten, den muss ich jedes Mal neu bauen. Ja, könnte man theoretisch auch schauen, ob das nicht schon klappt. Ja. Machen wir vielleicht mal drei. Und wenn ich jetzt den benutze... Südfeldhof. Aha, bringt er mich nur dorthin. Okay. Dann ist aber die Frage... Ach, ich kann mir schon vorstellen, was das zu bedeuten hat. Wir können wahrscheinlich mehrere Gebäude dann aufbauen irgendwann mal. Und dann können wir uns von unserem eigenen Gebäude zu Gebäude teleportieren. Gartenbeet und Hain haben die hier. Kräutersamen, Kartoffel, Wiesenglockensamen. Ich meine, so ein Gartenbeet wäre schon cool. Wir haben ja so viel Zeug, ne? Schauen wir mal, was ist denn jetzt diese köstliche Milch zum Beispiel wert? Wenn ich sie hier jemals wieder anfinde. Diese heiße Milch, ne? Was war das hier? Tontopf. Ich glaube, da ist sie. 88. Boah, das ist aber nicht wenig. Das könnte man 5, würde ich sagen. Ist ein... Was, Kleber? Na. Wie kann ich denn das jetzt rückgängig machen? So. Nein, das war ein Blödsinn. Ich wollte eigentlich die Milch hier haben. Die wollte ich haben. 7, ich würde sagen 5. Dann die Niete möchte ich nicht hergeben. Wo sind hier jetzt die Bündel? Die sind weiter oben, glaube ich, ne? Kernholz. Da. Ja, ist ein bisschen was wert. Die Haut hätten wir auch genug, aber die Pelze fehlen mir. Okay. Was habe ich denn jetzt? Da, warte, da habe ich was hergestellt. Genau, da können wir eine hergeben. Genau. Stoff möchte ich noch gern behalten. Alter Stiefel. Den haben wir vielleicht auch behalten noch. Vielleicht kann man den irgendwie ausbessern. Oder noch was damit anfangen. Kupfererz hätten wir da. Schneiderwerkzeug. Kräuter sind was wert, okay. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Ui, viel zu viel. Ups. Den kann ich getrost wegtun. Auch hier noch, warte. Da brauche ich gar nicht. Ich dachte, da haben wir noch nicht so viel. Hoppala. Uns fehlt jetzt noch 15, ne? Na, 20, 25 fehlt noch. Okay, hoppala, das war meine Schuld.
25 fehlen noch. Warte. Selbst sogar die Blaubeeren sind was, sind viel mehr wert. Alter. So ein Kupfererz wäre genau richtig. Aber ich glaube, ich werde Stein hergeben. 25, weil von Steine haben wir mehr. Hoppala, mehr als genug. So, passt. Und handeln. Ja, bitte. So, hätten wir wieder ein Kräuterbeet für unser Zuhause. So. Dann laufe ich... Na, das wollte ich nicht. Ich muss das wegtun. So. Dann laufen wir hier halt mal ein paar Meter, ne? Und hier können wir auch noch nichts anfangen, oder? Na, hier ist auch nichts gedacht zum Ausbauen, ne? Schaut nicht so aus. Da drüben hätte man so eine Art Anglergeschichte, aber der eine. Boah, wo war denn der? Holla, die Waldfee. Das habe ich in der Tat vergessen. Ich habe ihn. Ah, da drüben ist ein Geist. Hoho, Zufall. Habe ich Sämling dabei? Noch nicht. Entschuldigung, ich musste kurz husten. So, aber jetzt haben wir welches. Jetzt kannst du aufhören mit zu voll. Freund. Das geht so nicht. Du kannst halt immer sagen, zu voll. Das geht nicht. So. Einsammeln bitte. War es noch immer zu voll? Was soll denn das? Auch zu voll. Vielleicht muss ich einfach mehr von dem herstellen. Was haben wir hier? Vielleicht da ein paar. Und hier vielleicht noch ein paar. Vielleicht wird es dann besser. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht 200 Mal von dem verbrauchen. Ding, ding, ding. Da. Jetzt werden wir es dann wohl hoffentlich bald haben. So. Und vielleicht noch ein paar Fallen. So. Haben wir jetzt Platz? Ja! Ist ja nicht zu fassen. Und wo sind jetzt die Sämlinge hin? Weg. Futsch. Habe ich jetzt zu lange gebraucht, wahrscheinlich deshalb. Dreck. Da haben wir eins. Ja, da ist er. So, dann pflanzen wir den mal hier ein. So. Aha, da haben wir wieder ein Rätsel. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mir einfach gerade was. Ha, und das haut total hin. Ja, passt. Die beiden müssen dem hier, das hier anschauen. Und dann passt schon, bevor ich es vergesse. Zack, zack, zack. So. Hallo. Na, wer bist denn du? Ah, Cup. Ich denke, da haben wir unsere Beziehung gerade... Was? Gerade geborgen. Gebogen. Gerade gebogen. So. Du und ich, zwei Kumpel auf Reisen. Oh, der ist lieb. Der ist lieb.
Aha, da könnte man sehr viel anpflanzen. Ich habe nur halt jetzt gerade keine dabei. Und die Dinger hier zählen nicht. Da müssen schon Bäume her. Da sehe ich auch wieder ein Erz. So. Ein Blümle und da haben wir vielleicht wieder Glück. So, wusch, wusch. Da haben wir derweil kein Glück. Nein. Kein Glück. War so klar, oder? Da haben wir wieder mal eins. Ein Stöckchen. Ich bräuchte bitte Sämlinge. Und ich bräuchte einen Typen da. Hoppala, der mir all die Münzen verkauft. Ich glaube schon, dass der da drüben war. Ich schau mal kurz. Da, 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 da. Ein Hammerlein. Zack. Na, Hammer? Jetzt. Was? Katze? Katze! Da ist sie. Hallo. Ja, Graslandkatze gefunden. Das ist jetzt Zufall gewesen. Da, da, da. Nimmst du die mit? Danke. Da, da. Ah, stimmt. Unseren Seemann-Kumpel hier, den Captain, können wir auch Bescheid geben, glaube ich. Seemann Chip war ein Genie in der Küche. Seemann Tuck liebte die Natur und Seemann Luft hat am liebsten gefeiert. Ich hoffe, das hilft dir bei der Suche. Danke nochmal, dass du nach ihnen suchst. Das haben wir schon gemacht, ne? Fällt mir auch gerade wieder ein. Was? Da haben wir auch was zum Anpflanzen. Das machen wir gleich, weil den übersehe ich dann wieder 20 Mal. Da ist auch noch eins. Alter! Ja, Müll. Dem kann ich nur beipflichten. Müll. Ich renne hier schon wieder planlos in der Gegend rum. Dabei suche ich nur verzweifelt nach Grasbüscheln. Und Erze. Müsste davon... Ah, ich sehe schon, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, davon müsste eh ein Grasbüschel... Also schon bald ein Feld davon sein. Also hier. Zack. Wo wir die Sichel herbekommen haben. Zack. Zack. Da kriegen wir bestimmt ein paar Sämlinge. Zack, 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 zack. Ich glaube, zwei waren es insgesamt. Dann können wir schon was anpflanzen. Ich glaube, da herüben war jetzt auch irgendwo eins. Da drüben, genau. Das muss ich zuerst machen, weil wie gesagt, solche Sachen vergesse ich sofort. So. Dann müssten es nur noch 9 sein, genau. Vielleicht kriegen wir das ja hin, dass wir hier mal zumindest alle Bäume hier, alle Beete bepflanzt haben. Das wäre ja cool. So, da herüben waren, glaube ich, noch ein paar. Irgendwo. Bilde ich mir ein, zumindest. Gräser. Ah, dahinter sehe ich schon eins. Jetzt. Da haben wir wieder einen Sämling. Zack. So, einmal mitkommen bitte. So, und da ist sogar noch eins. Zack. Sehr, sehr gut. Hier haben wir nur Gräser. So, ein schönes Bad. Oh, da ist tatsächlich einer mit einer Quest. Hallo, wer bist denn du? Oh, Fischlein, Fischlein, klein.
magst nicht an deinem Haken sein. Bist du dick oder schmal? Wenn du am Haken hängst, ist das egal. Bist du wegen dem Angelwettbewerb hier? Um zu gewinnen, musst du mehr Fische fangen als alle anderen. Können wir mal probieren, oder? Ah, warte, der Part ist bald zu Ende. Im nächsten Part probieren wir es mal aus, tatsächlich. Möchte ich schon gerne mal probieren. Und dann gucken wir mal, ob wir das zusammenbringen, ne? Hier wäre es auch schön, eine Brücke drüber zu haben, ne? Hier irgendwie so darüber, eine Brücke. Und das wäre in der Tat schön. So. Hier haben wir einen Haufen Blümchen und ein paar Sämlinge noch, vielleicht. Mit etwas Glück. Ein zumindest. Sehr schön. Einer ist ja schon mal fein. Ah ja, das ist dieses Blumenschweinchen. Hallo. Die sind so hübsch und süß. Da möchte ich auch gerne mal eins daheim haben. Oh, was ist denn das? Was haben wir denn hier? Ein guter Platz für eine Steinbrücke. Crestfallküste. Steinbrücke. Steinbogen und Steinsäule brauchen wir dafür noch. Aha, ich fürchte, dann müssen wir dieser Konstruktbauer da sein, dieser Architekt, ne? Damit das klappt. Okay. Ah, da schau mal. Wo ist unsere Pike? Da. Zack, zack, zack. Nur für uns. Wunderschönes Erzelein. Diese Felswand hier schaut manchmal schon etwas komisch aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da denke ich immer, das ist eine versteckte Tür oder so. Da haben wir wieder Erzelein. Aber die Insel hier ist schon schön, finde ich. Da haben wir wieder was zum Anpflanzen. Tatsächlich einen habe ich noch. So. Und auch wieder eine Truhe. Türkises Shampoo. Aha. So, vielleicht haben wir Glück. Wir kriegen hier wieder Sämlinge. Ich glaube, einer war dabei. Das passt hierfür perfekt. Zack. 18 übrig. Aha, das wird ein anderes Gebiet hier. Ah, da vorne ist wieder ein Geist. So. Motscha-Bucht. Aha. Dann schauen wir mal. Pitcher. Überall leckeres Essen. Leckeres Essen, da schlage ich zu. Oh, wie es aussieht, hast du welches? Hast du was Leckeres im Rucksack? Dann ziehe ich bei dir ein. Ein Feinschmecki. Hier ist noch einer übrig. Da drüben, ich sehe es, glaube ich, schon blau. Ach nö, das ist gleich was anderes. Das hat jetzt echt gut ausgeschaut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was verkaufst du denn, mein Lieber? Oh, der verkauft viel. Auch Butter, wie ich sehe. Und Fleisch, aha. Kartoffeln, Rotbeeren, was ist das? Goldminze, Öl, Nagelfisch, Brot, gekochtes Ei, Bärenkuchen. Okay, lauter leckere Sachen. Vielleicht finden wir auch eine neue Gilde an. Hallo! Wer bist denn du? Jojo Kossi, Kossi Ultrasoft, Kossin Hairo, so heißt er. Ah, Koch, tatsächlich. Hola, Reisender. Hat dich der köstliche Duft aus meiner Küche angelockt? Es riecht Maravilhiso. Fantastisch, ja? Ja. Erlaube, dass ich mich vorstelle. Ich bin Jojo Kossi Hairo. Ich habe einmal eine hohe Stimme und einmal eine tiefe. Das ist normal. Ein Extraordinario. Außergewöhnlicher Küchenchef und Anführer der Kochgilde. Wir sind Fürsten des Frühstücks, Meister des Mittagessens, Sultane und des Snacks und Apostel des Abendessens. Möchtest du nun mit den Aufgaben beginnen, um der Kochgilde beizutreten? Ja, bitte.
Wenn du zur Gilde gehören willst, musst du beweisen, dass du es gebacken bekommst. Haha, bring mir ein Wasser und ein Öl. Por favor, bitte. Quick, quick. Ja, da würde ich auch sagen, quick, quick. Wer bist du? Jubili, Jubile. Jeden Tag sollte ein Feiertag sein. Oh, warum besorgst du mir nicht etwas Festivalsaft? Und wir singen bis zum Morgengrauen. Ich glaube, den haben wir sogar. Und haben ihn in einer Kiste gefunden. Patsch, putsch, putsch, pouch, putsch, patsch, pitsch. Das ist die richtige Einstellung. Ich werde dich eine Weile begleiten. Komm, im Duett. Tralalala. Das, ja. Das lief jetzt ein bisschen flotti. Da hinten hätten wir noch eine Quest. Jetzt ist das die Frage, ob das wieder die Dame... Ja, ist die Dame, die, wo man Bestellungen haben kann und so weiter, ne? Also ihr Kleid gefällt mir auch sehr gut, was sie hier trägt. Na gut, dann würde ich sagen, der Part wäre wieder zu Ende, ne? Da oben sehe ich noch eine Quest. Da will ich noch versuchen ranzukommen. Aha, hier hoch. Okay. Einmal rundherum, nicht ins Wasser fallen. Und grüß Gott, wer sind denn Sie? Lauren. Dieb. Schurke. Lausiger Lamington Langfinger. Jemand hat meine Lamingtons gestohlen. Ich habe so schöne Küchlein für Oma Myrtle gebacken. Seit sie neulich diesen furchtbaren Sonnenbrand bekommen hat, geht sie nicht mehr aus dem Haus. Ich weiß, dass Amiple im Molkin und Pex in der Nähe waren. Kannst du herausfinden, ob jemand etwas mitbekommen hat? Ja. Ich glaube, das sind ihre Schäfchen, ne? Ah! Das wollte ich jetzt nicht. So geht's auch. Das hört sich echt so an wie so bei so einem Nichtschwimmer, ne? Wie bei mir. Platsch, platsch, platsch. Ah! Jetzt geht's nicht aus. Ach, wie gemein. Ich muss echt den langen Weg gehen. Wir gehen halt wieder rundherum. Mann, ey, wie umständlich. Dann gehen wir halt rundherum, bitte. Ich wollte ein Bad beenden. Ihr Lieben, nachdem ich jetzt zweimal abgesoffen bin oder dreimal, es war mir ein Vergnügen für heute wieder. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.